Mein Name ist Axel Hamann, wir sind im Apero, Genuss und Geselligkeit in Calw. Hier in meinem Laden vertreibe ich Weine aus aller Welt, Deutschland, dazu noch Gin, Whisky und entsprechende Ergänzungen dazu, leckere Sachen, Brotaufstriche. So, also ich zeige euch heute ein Rezept zur Zubereitung von einem alkoholfreien Punsch. Was ihr dazu braucht, ist einmal einen Traubensaft, als zweite Zutat einen Blutorangensaft, am besten ohne Fruchtfleisch, dann eine Zitrone und Zimt brauchen wir dazu, Sternanis und Nelken. Ich fange jetzt mal an. Ich gebe die ganze Flasche, das ist ein 3/4 Liter, hier in den Topf. Da kann ich euch empfehlen, den vorsichtig zu erwärmen, dass er nicht aufkocht. So, dann kommt dazu der Blutorangensaft und davon nehme ich jetzt einen halben Liter. Dazu. Und für die genannte Menge jetzt vom Wein würde ich sagen, ist es ausreichend, wenn man eine Zimtstange dazu gibt. Mehr würde ich jetzt nicht reinmachen, aber das kann jeder entscheiden, wie er es gern geschmacklich hätte. Dann vielleicht 2 oder 3 Nelken und dann nehme ich noch 2 Sternanis dazu. So, solange das jetzt aufkocht, beschäftige ich mich mal hier mit der Zitrone. Ich habe jetzt hier eine Bio-Zitrone genommen, die werde ich auspressen. Und damit das nicht zu sauer wird, würde ich empfehlen, da so ca. 4 Zentiliter zu nehmen. Ich habe jetzt hier ein Barmaß bei mir natürlich. Hier können wir dann ab und zu mal rühren. So, und jetzt heißt es nur noch warten. So. Der Punsch ist jetzt erwärmt. Ich habe ihn jetzt ca. 20 Minuten ganz leicht aufwärmen lassen. Zum Anrichten würde ich empfehlen, schöne Gläser zu nehmen, wo man das dann schön abfüllen kann. Aufpassen, vielleicht noch gerade die Nelke mit abfüllen. So, und dann nehme ich noch eine Orange. Schneide die in dünne Scheiben und die kann man dann am Ende rumservieren. Noch reinlegen. So, dann wünsche ich euch einen guten Genuss.